Name ist Harry und ich heiße euch herzlich willkommen zur Silvesterausgabe 2013. Heute befassen wir uns, wie man unschwer sehen kann, mit dem Getränk Coca-Cola. Steigen wir in unsere Zeitmaschine und betreten das Jahr 1964, in dem wir nun folgenden Werbespot erstmals zeigen. Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. Enjoy ice cold Coke right now. Get zing, what a feeling with ice cold Coke right now. Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. Zing, what a feeling with a Coke. Ice cold. Ice cold. For real refreshment. Reach for the real thing. Ice cold Coke right now. Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. Zing, what a feeling with a Coke. Ice cold. Enjoy ice cold Coke right now. Erfunden wurde das ursprüngliche Getränk Coca-Cola von dem US-Amerikaner John Stith Pemberton, der 1888 mit nur 57 Jahren verstarb. 1888, kurz vor dem Tod des Erfinders, erwarb der Apothekengroßhändler Arthur Griggs Candler für 2300 US-Dollar die gesamten Rechte an Coca-Cola. 1892 gründete er The Coca-Cola Company. Ein Jahr später ließ Candler Coca-Cola als Marke schützen und vermarktete sein Produkt schon bald in den gesamten USA und seit 1896 auch im benachbarten Ausland. Neben dem Hauptsitz in Atlanta entstanden um 1887 neue Zweigstellen in Los Angeles, Chicago, Philadelphia, New York und Dallas. 1904 ließ Candler den nach ihm benannten Turm als Firmensitz errichten, das erste Gebäude in Atlanta, das höher als der Kirchturm war. In sein Fundament ließ er eine Kupferkassette mit seinem Bildnis und einer Flasche Coke ein. 1917 zog sich Candler aus der Firma zurück und wurde Bürgermeister von Atlanta. Jedoch schon 1919 verkaufte Howard Candler hinter dem Rücken des Vaters die Coca-Cola Company an ein Konsortium um Ernest Woodruff und Eugene Stetson für 25 Millionen Dollar weiter. Nun gehen wir in die späten 80er Jahre mit dem nun folgenden Coca-Cola-Werbespot. You are about to experience something new. A new wave of taste that will stretch your imagination. A taste so smooth, so refreshing, so irresistible. Your only choice will be to catch it. Catch the wave. Coke. So, jetzt sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Am 10. Januar 2014 sind wir wieder zurück mit dem zweiten Teil unserer Coca-Cola Special-Ausgabe. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2014. Tschüss! Attention Pepsi drinkers, introducing the new taste of Coca-Cola, the best Coca-Cola ever. That's all I'm going to say. In fact, that's all I have to say. No more words. This stuff is great. I'm sorry. I'm sorry.